Armored Warfare heißt das Spiel und heute zeige ich euch mal wieder eine Arti und zwar die M109. Die ist beim Marat im Tech Tree zu finden, in dem Fall Tier 4. Sieht man hier Marat und wo ist sie denn? Die M109. Auch dann die erste Arti, die es direkt hier gibt. Und jeder, der mittlerweile so ein bisschen meine Videos guckt, weiß, dass ich die Arti bei Armored Warfare sehr gern spiele, weil ich die Mechanik von der Arti sowohl als normaler Panzer auch als Artilleriespieler selber sehr cool finde. Wir schauen uns die Chronik zur M109 mal genauer an. Diese in den Vereinigten Staaten entworfene selbstfahrende Haubitze dient als Basis für die größte und erfolgreichste westliche Serie von Waffen zur indirekten Feuerunterstützung. Die Produktion des M109 zwischen 1963 und 1972 brachte mehr als ein Dutzend Varianten hervor, die dem Fahrzeug einen festen Platz bei Militäreinheiten in der ganzen Welt sicherten. Das Fahrzeug kann rekordverdächtige Einsatzzeiten vorweisen und wurde in Südostasien, Westasien und Nordafrika eingesetzt. Ja, der Schaden ist natürlich beachtlich, da braucht man nicht drüber reden. Der anhaltende Schaden, dann wieder etwas weniger. Die Trefferpunkte, da braucht eine Arti nicht mitspielen. Aber das schauen wir uns doch nun direkt im Battle an. Und da haben wir ein Matchmaking gefunden, stiller Fluss. Wir sind hier mit unserer Arti nicht alleine, sondern es gibt auf der Gegnerseite auch noch zwei Stück, so wie bei uns eben auch. Und das Setup ist gleich, sogar das gleiche, die Quastica und die M109 auf beiden Seiten vertreten. Ja, ich glaube, ich stehe hier ganz gut. Ich werde mich hier gleich gar nicht so großartig wegbewegen. Und ob ich jetzt die gegnerischen Artis counter oder nicht, das werde ich so ein bisschen jetzt in der Schlacht mich mal orientieren. Geht auf jeden Fall gleich los. Immer diese Anspannung vor dem Kampfstart. So, jetzt will ich mich nur gleich so hinstellen, dass ich möglichst gut mich bewegen kann, nachdem ich geschossen habe. Und wir schauen erstmal hier hinter. Vielleicht finde ich da ja direkt eine Arti, die ich countern kann. Weil das würde ich dann natürlich gleich tun, das ist ja klar. Ein bisschen Geduld muss man da selbstverständlich haben, weil auch so die Artis werden erst schießen, wenn sie ihre Ziele haben. So, da ist doch schon ein Ziel. Oder das? Der steht schön. So, Arti ist noch keine offen. 216er Treffer. Hat das auch überrissen, dass er so nicht stehen bleiben sollte. Ah. Nee, da kriege ich nichts. Da wird ein schwieriger Schuss dazu unterstützen, aufgrund der Brücke. Aktuell nichts offen, nichts gespottet. Aber ihr seht, auf den komme ich beim besten Willen nicht drauf. Aber da ist die Arti. Aber fahrt gleich wieder weg. Also von dem her, die weiß natürlich auch, was ihr blüht. Da ist die zweite Arti. Aber bevor ich da jetzt auf die gehe, schieße ich da noch einmal. Den habe ich ordentlich was rausgenommen. Ja, auf die komme ich in der Tat nicht. So. Komm, Arti, schieß nochmal. Nein, den Gefallen macht sie mir nicht. Hier ist nicht drauf zu kommen. Da drüben könnte ich auf den vielleicht. Ja, der ist zerstört. Ah, die Arti steht hier hinten im Wasser. So, der T64.
Komm, bleib stand. Wenn du über die Brücke fährst, habe ich dich. Nee, natürlich nicht. So, dann unterstützt mich hier drüben einfach mal mit. Da ist die Arti. Jetzt schieß mal da mal blind hin. Vielleicht bleibt sie ja stehen. Ja, die habe ich getroffen. So, und die andere haben wir jetzt da. Jetzt bleibt sie wieder stehen. Und schau mal, ob hier noch der Treffer ankommt. Ah, leider nur ein 67er. Also der hätte mehr wehtun dürfen. Der türmt schon, der erste. Knappes Gefecht an dieser Stelle. 12 zu 12 steht's. Ah, dachte ich mir, der fährt weiter. Aber in dem Fall leider nicht. Scheinbar countern die Artis aber gar nicht, oder? Ich weiß es nicht, aber unsere Arti wird hier nie beschossen und steht eigentlich immer rum. Vielleicht schießt die aber auch gar nicht. Hier drüben muss ich unterstützen, da wird es sonst sehr, sehr eng. Komm, aim ein. Ah, der war zu lang am Einaimen. 61er Hit, nicht wirklich viel. Schauen wir mal, den Hit würde ich gern. Ja, der war zerstört. Aber hier muss ich auf jeden Fall mithelfen. So. Da jetzt leider keinen Treffer gemacht. Aber langsam dreht sich das Gefecht auch leider zum Gunsten des Gegners. Ja, jetzt müssen wir auf den T64 da drüben gehen. Der jetzt wieder leider zu ist. Ah, 79. Schade, da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. So. Der ist weg. Sehr, sehr gut. Ja, dann gehen wir halt auf die, die hier sichtbar sind. Ah, zu wenig. Schön, dass unser Mate da unsere Stellung verrät. Sehr sympathisch. Schießt die Arti nochmal, dass ich sie. Oh, der ist nah. Komm, aim ein.
Jetzt kommt der natürlich da gleich richtig nahe. Da unten jetzt der T-64 offen. Ich will jetzt den im Nahkampf mal ein bisschen beschießen. So. Arti-Held kommt hier rein. So, die beiden sind zerstört. Gut gemacht, Jungs. Ich bin offen leider noch. Also von dem her bewegen, bewegen, bewegen. Arti-Held schon hier rein. Da ist er. Also wir halten hier unsere Enklave noch sicher. Nur die Frage ist, wie lange noch? Da komme ich leider so nicht drauf. Aber ich aime mal wieder Richtung Arti um. Jupp, der war auch weg. So, wann schießt die Arti? Das ist für mich die Frage der Fragen. Wie gesagt, auf die kann ich nicht helfen. Und da ist die Arti. Und auch zerstört. So, jetzt stelle ich mich hier vorne hin, dass ich vielleicht da noch ein bisschen besser Richtung Stadt wirken kann. Da ist er schon offen. Naja, aber jetzt brauche ich mich nicht mehr bewegen, weil Arti-Safe brauche ich mich nicht mehr hinstellen. So, nachgeladen habe ich. Aber da ist er halt genau so, dass ich nicht hinkomme. Schießen einfach mal. Und locken ihn vielleicht ein bisschen raus. Wenn er die Schüsse hört oder wenn er da, vielleicht wird er ja unruhig. Vielleicht ein bisschen umstellen. Vielleicht kann ich mich damit ein wenig. Ah, jetzt war er natürlich genauso, wo ich ihn jetzt getroffen hätte. Es ist wirklich spannendes Match. So. Aber er weiß natürlich auch, dass hier Ungemach von mir kommt.
2 Minuten noch. Wirklich eng, wirklich spannend. Deswegen bin ich auch ein bisschen gerade ruhiger vielleicht als sonst. Weil konzentrierter. Bitte mach ihn weg, mach ihn weg. Sehr schön, das ist der Sieg. Da haben wir es trotz Unterzahl nochmal ordentlich gewuppt, würde ich sagen. War eine sehr, sehr schöne Runde. Auch wenn sie zum Schluss vielleicht von mir ein wenig ruhiger geworden ist. Aber trotzdem, dass unsere Stellung bekannt gemacht worden ist, haben wir uns hier aber sowas von beachtlich geschlagen. Und ich glaube, ich habe eine wirklich feine Arti-Runde präsentieren können. Und wir schauen mal, was da die Zahlen sagen. 2237 Schaden, 5 Kills, 3 Assists. Wir haben hier Panzerass, mehr feindliche Fahrzeuge als jeder andere Spieler in deinem Team zerstört, mindestens 5 Kills. Und die Goldmedaille, höchste Reputation des Siegerteams, habe ich auch noch bekommen. Das sehen wir uns gleich an. 102.000 Credits, Erfahrungspunkte auch reichlich. Hier der Schaden auf die gegnerische Art, die habe ich mit am meisten neben dem M60 gemacht. Und ich habe 1355 XP bekommen, 2237 Schaden, also auch da mit am meisten. Wir haben uns den geteilten ersten Rang hier mit dem AMX und hier nochmal die Details. Ja, ich glaube, da kann man sagen, eine sehr, sehr schöne Arti-Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.